Ich habe herausgefunden für mich, das kann jeder für sich selber prüfen, wenn ich morgens 25 Minuten meditiere, bevor ich irgendetwas mache, dann ist mein Tag signifikant besser. Habe ich Bock, jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen deswegen? Nein. Mache ich das jeden Morgen? Nein. Ist es besser, wenn ich es mache? Ja. Und so gibt es eben gewisse Gewohnheiten, die jeder für sich selbst entdecken darf. Wir werden einige dieses Wochenende auch euch versuchen näher zu bringen, die, wenn wir sie kontinuierlich machen, dafür sorgen, dass wir glücklicher sind. Und es gibt meiner Meinung nach 5 Stufen, 5 Schritte, 5 Stufen, 5 Schlüssel, die wir uns aneignen sollten, wenn wir ein heldenhaftes Leben leben wollen. Und diese 5 Stufen möchte ich euch gerne mitgeben. Und diese Stufen sind, die ein oder andere ist vielleicht so, ja, wow, genauso wie bei Norman, Anfang. Na Mensch, dafür bin ich nach Berlin gereist. Hey! Aber nur weil etwas allgemeines Wissen ist, ist es noch lange nicht allgemeine Praxis. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich würde gern 5 Kilo abnehmen. Und die wissen, was sie dafür tun müssen. Bisschen mehr Sport, bisschen gesundere Ernährung, dann läuft das. Nehmen sie ab? Nö. Warum? Ja, sie machen es nicht. Das ist der einzige Grund. Sie machen es halt einfach nicht. Und genauso ist es in vielen, vielen anderen Situationen auch. Und ich kenne das von mir. Ich bin auf vielen Seminaren gewesen, auf vielen Schulungen gewesen. Und ganz oft denke ich mir so, ach ja, kenne ich schon. Und dann frage ich mich automatisch im nächsten Schritt, mache ich es denn aber auch? Und das ist eine ganz andere Baustelle oftmals. Und dann ertappe ich mich selbst als Seminar-Junkie dann auch dabei und sage, nee, mache ich nicht. Vielleicht sollte ich dem mal zuhören. Und vielleicht passiert euch das auch, vielleicht auch nicht. Können wir mal gucken. Stufe 1, Selbstwahrnehmung und Sinn im Leben. Wenn wir keinen Sinn im Leben haben, wenn wir nichts haben, wofür wir morgen aufstehen, dann werden wir depressiv, wir werden unglücklich, wir werden lethargisch, wir kommen ins Burnout. Und meine Mama hatte letztes Jahr eine sehr schwierige Zeit. Sowieso jetzt die letzten Jahre waren sehr schwierig für sie, werde ich später noch was zu erzählen. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied war letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, als ich mit Freya bei meiner Mutter zu Besuch war, so Weihnachtsbesuche machen halt, wie man das so macht. Und wir sitzen im Wohnzimmer bei meiner Mutter, immer noch, die wohnt immer noch in der Wohnung, wo dieses kleine Zimmer ist. Und wir sitzen dort und meine, ich frage so, und Mama, wie geht's, wie läuft's und was ist so? Und sie fängt einfach an zu heulen. Fängt richtig an zu weinen und ich so, oh, what the fuck. Und dann erzählt sie mir, dass sie letztes Jahr im Oktober zu ihrem Geburtstag hat sie einen Schwächeanfall bekommen, Kreislauf zusammengeklappt, sie ist umgekippt auf der Straße. Gott sei Dank nichts passiert, Passanten waren da, haben sie gerettet, haben ihr geholfen, Krankenwagen kam und alles gut gewesen, keine bleibenden Schäden. Aber seit diesem Event, im Oktober war das, bis hin zum Dezember letzten Jahres, ist es immer schlimmer geworden, dass sie Angst davor hat, dass es sich wiederholen könnte. Und dadurch hat sie Angst bekommen, die Wohnung zu verlassen. Wenn du Angst hast, die Wohnung zu verlassen, dann ist auch sehr schnell schwierig mit Hilfe. Wir haben versucht, Termin beim Therapeuten zu bekommen. Wer das schon mal versucht hat, 3 Monate, 6 Monate Wartezeit oder 180 Kilometer fahren. Bisschen schwierig, wenn man die Wohnung gerade nicht so gut verlassen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, so ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann sie ja nicht einfach so da lassen. Ich muss ja irgendwas mit ihr machen. Und ich habe angefangen, mit ihr zu arbeiten, habe ihr die Heldinnenreise gegeben. Viele von euch kennen die Heldinnenreise. Wer sie nicht kennt, können wir später gerne noch ein bisschen was zu erzählen. Und ein großes Element der Heldinnenreise ist es, wieder einen Sinn im Leben zu finden. Und ich habe meiner Mama das Programm gegeben. Sie hat 3 Monate lang damit gearbeitet. Und nach 3 Monaten ist sie alleine einkaufen gegangen. Sie ist alleine mit dem Hund rausgegangen. Sie hat wieder Freude am Leben gefunden. Sie hat wieder eine Verbindung gefunden. Sie hat herausgefunden, warum sie Oma sein will, warum sie Mama sein will. Sie hat wieder eine Verbindung zu den Menschen gefunden, für die sie das sein möchte. Und so lapidar sich das anhört, das ist der Schlüssel. Eine gewisse Selbstwahrnehmung und ein gewisser Sinn im Leben. Wir alle erleben Scheißsituationen. Und viele von euch sind gerade in Scheißsituationen. Ich weiß das und wir sind da für euch. Aber bitte, bitte, tut euch selbst und uns den Gefallen, verliert nicht den Sinn in eurem Leben.
Nur weil manche Menschen euch scheiße behandeln, heißt es nicht, dass ihr scheiße seid. Das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Wenn wir uns fragen, wie möchte ich erinnert werden, wenn ich irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahrhunderten von dieser Erde als Mensch weggehe, als was möchte ich erinnert werden? Als der Typ, der immer genörgelt hat und nie Zeit hatte, weil er den ganzen Tag gearbeitet hat? Oder der Typ, der gesagt hat, ey, egal, ich komme aus Amerika eine Woche früher zurück, damit ich beim Geburtstag meiner Neffen sein kann? Das muss jeder für sich selbst herausfinden. Und die Antwort auf die Frage ist genauso individuell wie jeder einzelne von euch. Aber diese Antwort ist essentiell. Wir müssen uns fragen, wer will ich sein? Wirklich, wer will ich sein? Nicht, was haben meine Eltern gesagt, wer ich sein soll? Meine Eltern haben sich auch nicht vorgestellt, dass ich mal Dating-Coach werde. Ich war der Einzige von uns in unserer Familie, der es bis in die Uni geschafft hat, Fachhochschule geschafft hat, bis in die Fachhochschule geschafft hat. Ich hätte ein Diplom haben können. Bei uns, das ist was Besonderes bei uns. Keiner aus meiner Familie hat ein Diplom. Das gibt's nicht. Diplom. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich breche mein Studium ab. So, warum? Ich werde jetzt Dating-Coach. Aha. Und auch heute noch, wenn ich Leuten sage, ich bin so Dating- und Beziehungscoach, davon kann man leben? Weiß ich nicht, manchmal. Also, wer willst du sein? Es gab noch niemals in unserer Zeit eine so große Freiheit, wie wir sie heutzutage haben. Wir haben, die meisten von uns haben wahrscheinlich einen deutschen Pass. Allein dieses Ding ist der Wahnsinn. Es gibt keinen Reisepass auf der ganzen Welt, der so wertvoll ist wie der deutsche Reisepass. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir können mit unserem deutschen Reisepass überall hin. In die Länder, wo du nicht hinkommst, da willst du nicht hin. Da willst du nicht hin. Da brauchst du nicht hin. Wir können einfach dahin gehen. Also, wer will ich sein? Wie will ich mit anderen interagieren? Wie will ich denen gegenübertreten? Mit welchem Gefühl vor allem? Nicht mal unbedingt, will ich ihm jetzt schreiben oder in 3 Tagen oder sondern was für ein Gefühl möchte ich dabei transportieren? Viel wichtiger, als ob wir jetzt schreiben oder später oder wann auch immer oder gar nicht. Welche Fähigkeiten muss ich entwickeln, um diese Person sein zu können? Ganz wichtige Frage. Und vor allem auch, was möchte ich anderen zurückgeben? Gerade dieser 4. Faktor sorgt zumindest bei mir für ganz, ganz, ganz viel Motivation. Indem ich mich frage, okay, was möchte ich anderen zurückgeben? Weil ich habe auch mal einen Scheißtag. Ich habe auch keinen Bock, mich hinzusetzen, 200 PowerPoint-Präsentationen oder so zu machen. Manchmal denke ich mir auch so, ich würde jetzt lieber in die Sauna gehen oder so. Natürlich. Aber wenn ich mir bewusst mache, was ich hinterlassen möchte auf dieser Welt, was ich zurückgeben möchte, dann kriege ich auf einmal ganz schön viel Motivation. Wir brauchen gewisse innere und äußere Erwartungen. Und das ist Stufe 2. Wenn wir nur Scheiße erwarten, passiert wahrscheinlich nur Scheiße. Wenn wir davon ausgehen, dass wir sowieso nicht liebenswert sind, dann passiert uns auch genau das. Wir werden nicht geliebt. Und ich bin damals, als ich mit meiner damaligen Freundin zusammengekommen bin, übrigens, wir haben mittlerweile ein gutes Verhältnis, wir hören nicht viel voneinander, aber wir verstehen uns gut. Also, ich bin da nicht so nachtragend. Wenn wir, und damals bin ich davon ausgegangen, dass ich niemals eine bessere Frau finden werde als sie. Weil es hat ja schon 17 Jahre gedauert, bis ich die gefunden habe. Ich hatte keine Lust, jetzt nochmal 17 Jahre zu warten. Das war irgendwie, ich meine, wir hatten immerhin Sex. Das war damals viel wert. Und, hallo, für einen 17-jährigen Jungen, was erwartet ihr denn? Jedenfalls hatte ich damals gewisse innere und äußere Erwartungen. Und die waren eben nicht so gut. Und deswegen habe ich auch nicht so schönes Feedback aus der Welt bekommen. Und wenn wir anfangen, unsere Erwartungen an uns zu erhöhen, dann wird uns das die Welt auch irgendwann spiegeln. Ich habe immer ganz verrückte Pläne. Ich sage mal, ja, wir machen das. Wir machen einfach direkt ein Seminar für 60 Leute. Ja, wir fangen nicht gleich mit 15 an und so. Mit 15 haben wir letztes Mal gemacht, wir machen gleich mehr. Und wir nehmen nicht irgendeine Location, wir nehmen einfach die beste, die wir finden können. Aber dann haben alle gesagt, ja, aber die ist so teuer und so. Ja, aber die ist geil.
Manchmal ist es gut, Chef zu sein. Ich habe sie einfach gebucht und dann habe ich den anderen Bescheid gesagt, die haben wir jetzt. Als wir dann kalkuliert haben, haben wir festgestellt, naja, den Rest lege ich dann drauf. Aber ich habe diese Erwartung an mich selbst. Ich will nicht einfach irgendein Seminar machen. Natürlich hätten wir nebenan ins Hotel Mercure oder wo auch immer hingehen können. Das wäre auch ein schönes Seminar gewesen. Wir hätten genauso viel Liebe reingesteckt. Aber ich will nicht einfach irgendwas machen. Ich will, dass ihr schon, wenn ihr in den Fahrstuhl reinkommt, euch denkt, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Ich wollte, dass ihr gleich, wenn ihr reinkommt, fühlt, dass wir es ernst meinen. Weil ich diese Erwartungen an mich habe. Und euch das Angebot machen möchte, diese Erwartungen auch an euch zu haben. Wir haben keine Erwartungen an euch, außer pünktlich sein. Das ist wichtig. Aber abgesehen davon dürft ihr komplett sein, wie ihr wollt. Wenn ihr ganz authentisch zu spät kommen wollt, ist auch okay. Aber erhöht eure Erwartungen an euch selbst. Das ist essentiell. Erhöht die Notwendigkeit für Erfolg. Als ich damals mein Studium gecancelt habe, da habe ich keine andere Chance mehr. Ich habe ein Fachabi, was soll ich denn damit machen? Ich habe nicht mal eine Ausbildung. Ich habe kein abgeschlossen. Ich kann nichts anderes, außer das hier. Und deswegen war es notwendig für mich, erfolgreich zu sein. Und ich weiß, wir halten uns manchmal gern so einen Plan B offen und so weiter. Aber ganz, ganz, ganz viele große Erfolgsgeschichten sind dann entstanden, als es keinen Plan B mehr gab. Als es keinen anderen Weg mehr gab als vorwärts. Und das ist mir klar geworden, als ich mit dem Sergej die Idee bekommen, als der Sergej mir die Idee gegeben hat, an einem Tag auf die Zugspitze hochzulaufen. An einem Tag auf die Zugspitze hochlaufen, das sind so 23 Kilometer, 24 Kilometer ungefähr, 2.500 Höhenmeter, hört sich für mich nicht so viel an. Dachte ich. Dann habe ich das Freier erzählt, ich meine, ja, ich laufe auf die Zugspitze hoch. Ich meine so, ja, cool. Und von wo aus? Ja, von Garmisch. Und wie lange macht ihr das? Ja, einen Tag. Wie lange sollen wir das machen? Wir laufen hoch und fahren wieder runter. Ich meine so, okay, und wie willst du dich vorbereiten? Ja, ich fahre zweimal im Fitnessstudio. So, jedenfalls sind wir dann morgens 4:30 oder so sind wir gestartet. Wir hatten Gott sei Dank einen Major von der Bundeswehr dabei, einen guten Freund von mir, der hat das Ganze so gesichert, damit wir voll deppen, wie wir eben sind, total unvorbereitet nicht sterben. Ja, ganz so viel Schwein haben wir nicht gehabt, weil wir sind alle in unterschiedlichen Tempos gelaufen und irgendwann waren wir doch alle alleine. Und es gibt Videos auf YouTube. Ich lade euch ein, guckt euch die Videos an. Es gibt meine ganze Reise, habe ich dokumentiert. Und ich bin hochgelaufen und irgendwann kam es an den Punkt, meine Gruppe war nicht mehr da, Team war nicht mehr da, keiner mehr da, Nebel ist aufgezogen, es hat angefangen zu nieseln, ich wusste den Weg nicht mehr, ich bin vom Weg abgekommen und ich sitze auf so einem Stein und ich denke mir so, Alter. Ernsthaft? Dann habe ich angefangen zu fluchen, aber es war keiner da, der mir zuhört. Also habe ich für mich selbst geflucht. Dann dachte ich mir so, ah, die Energie kannst du dir auch sparen. Und ich wusste, zurücklaufen ist blöder als weiterlaufen. Weil ich wusste, da hinten ist die Hütte. Ich habe sie schon mal gesehen, bevor die Wolken dann wieder gekommen sind. Ich wusste, da hinten ist sie irgendwo und dann war sie wieder weg. Und dann bin ich weitergelaufen und ich habe zwischendrin, ich habe aufgegeben. Da gibt es so eine Hütte, da kann man dann sagen, okay, lauf jetzt weiter oder eben nicht. Und ich habe da aufgegeben. Das Blöde war bloß, es ging nicht. Weil der Lift, der da normalerweise Skilift ist, der fährt im Sommer nicht. Das heißt, es gab keine Option. Ich hätte entweder da sitzen bleiben können, zurücklaufen oder weiterlaufen. Zurücklaufen ist anstrengender, bergrunterlaufen viel schlimmer als berghoch. Also bin ich weitergelaufen. Und ich war nicht der Einzige, der aufgegeben hat. Drei aus unserer Gruppe haben aufgegeben. Und jeder Einzelne ist oben angekommen. Warum? Weil es die Notwendigkeit gab. Es gab einfach keine andere Option, außer da oben anzukommen. Oder erfrieren. Es gibt immer noch eine zweite Wahl, aber die ist in dem Fall nicht so gut. Deswegen erhöht die Notwendigkeit für euren Erfolg. Guckt wirklich, ist es nur wichtig oder ist es notwendig, dass ich erfolgreich werde? Wenn ich mit Frauen telefoniere, die gerade im Frauenhaus sind, wie Meral, dann ist für mich ganz klar, das, was ich mache, das, was ich tun will, ist notwendig. Nicht nur für mich, nicht nur für Meral, sondern für unsere Gesellschaft. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie ein Traumtänzer bin oder von mir denke, dass ich alles alleine mache. Gar nicht. Ohne das Team läuft das nicht. Aber ich will meinen kleinen Teil dazu beitragen. Und ich habe meine Notwendigkeiten. Für wen musst du gewinnen, ist natürlich eine spannende Frage. Für wen brauche ich das?
Und vor allem, was ich ganz gerne mache, ich teile das auch mit anderen Leuten. Ich habe Anfang des Jahres schon ganz freudig gesagt, ja, Ende des Jahres machen wir ein Event, ja, kriegen wir schon, machen wir schon. Habe das einfach allen erzählt, alle eingeladen und dann musste ich das Event auch machen. Und natürlich kam das in der Zeit, wo ich viele andere Sachen zu tun gehabt habe. Wo ich mir gedacht habe, oh, das jetzt auch noch, shit, wie soll ich das denn machen? Aber es war halt notwendig, weil ihr habt schon Tickets gebucht, ihr wart schon da und deswegen ging es nicht anders. Und ich bin euch dankbar dafür, dass ihr meine Notwendigkeit wart. Sonst hätten wir es vielleicht dahin hinausgezögert, hätten gesagt, ja, wir haben noch nicht alles perfekt und so weiter und so weiter. Und das wäre schade gewesen, weil so wie es dieses Wochenende wird, ist es genau perfekt. Und nächstes Mal wird es anders sein, aber auch perfekt. Und deswegen an euch auch ganz, 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 ganz vielen großen Dank, dass ihr den ganzen, teilweise sehr weiten Weg auf euch genommen habt. Was wir machen müssen, ist, wir müssen Ablenkungen minimieren. Und das ist Stufe 3. Wir alle haben in unserem Alltag so viel Gewusel, so viel Grundrauschen an Informationen, Entscheidungen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Dingen, die auf uns reinprasseln. Wer von euch guckt morgens, wenn er aufgestanden ist, als eine der ersten Sachen erstmal auf sein Handy? So. Ich habe das früher auch gemacht. Und ich kann das gut verstehen. Ich habe mir das aber abgewöhnt. Weil sobald ich das mache, starte ich den Tag nicht nach meinen Vorgaben, sondern nach der Prioritätenliste von außen. Leute kommen, haben über Nacht eine E-Mail geschrieben, sagen, ja, diese Unterlagen müssen noch dahin kommen, der braucht dies oder jenes und so weiter und so weiter. Und macht das, wie ihr wollt. Aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich diese Ablenkungen am Anfang des Tages minimiere, erstmal mein Handy eine halbe Stunde länger auslasse und mich erstmal frage, was will ich heute erreichen? Was will ich heute schaffen? Warum will ich das schaffen und für wen will ich das schaffen? Gehe ich ganz anders in den Tag, als wenn meine erste Nachricht ist, Darius, diese Webseite ist abgekackt, Darius, hier ist eine Rückgabe, Darius, wir müssen das noch klären, Darius, wir müssen das noch machen. Weil dann bin ich sofort in einem reaktiven Modus. Und das ist manchmal wichtig und manchmal geht es nicht anders. Aber indem wir nur reagieren, sorgen wir dafür, dass wir unser eigenes Leben gar nicht mehr so steuern können. Dann sind wir nicht der Busfahrer, sondern wir sitzen irgendwo im Bus. Und das ist natürlich super, super unpraktisch. Also, lass dich nicht von deinem Umfeld, von deinen Träumen abhalten. Viele, viele, viele Menschen in meiner Familie, meine Oma hat mich ein Dreivierteljahr oder ein Jahr lang gefragt, wir telefonieren jeden Sonntag, schon immer. Auch als meine Oma kein Telefon hatte, ist sie mal in Rotsch bei Bitterfeld zur Telefonzelle in der Mitte des Dorfes gegangen, hat an der Schlange gewartet, bis die Leute halt telefonieren konnten. Und meine Oma hat mich ein Dreivierteljahr jedes Mal, wenn wir sonntags telefoniert gehabt haben, gefragt, und Darius, was ist mit deinem Studium? Habe ich gesagt, Oma, vielen Dank für die Frage. Das zeigt mir, dass ich dir wirklich wichtig bin und dass du dir Gedanken um meine Zukunft machst. Und weil das so ist, hoffe ich darauf, dass du mich meine eigenen Entscheidungen treffen lässt. Hat sie gesagt, ja, Meister, schön, jetzt wo wir das abgehackt haben, lass uns zu den wichtigen Dingen kommen. Wie geht's dir denn? Und das haben wir jeden Sonntag wiederholt. Ziemlich gebetsmühlenartig hat sie mich immer gefragt, Darius, was ist mit deinem Studium? Ich sagte, Oma, vielen Dank für die Frage. Jede Woche, jede Woche, jede Woche. Und meine Oma ist einer meiner größten Fans. Meine Oma hat wahrscheinlich genauso viele Bücher verkauft wie ich. Also meine Bücher. Die, überall geht sie hin, sagt, ey, mein Enkel, zeigt mich rum. Und ich lasse mich dann auch rumzeigen von meiner Oma, ist ja meine Oma. Und obwohl sie einer meiner größten Fans und größten Unterstützer ist, hätte sie mich von meinen Träumen abgehalten. Warum? Weil es in ihrem Weltbild keinen Sinn gemacht hat. Aber meine Oma ist geboren, da waren die Nazis noch an der Macht. Meine Oma hat mir Geschichten erzählt, wie die Nazis KZ-Insassen durch ihr Dorf getrieben haben. Aus dieser Zeit kommt meine Oma. Sie hat gesehen als kleines 5-6-jähriges Mädchen, wie ein KZ-Insasse bei dieser Treibjagd durchs Dorf einfach umgekippt ist. Ein SS-Soldat ist hingegangen, hat ihn getreten und hat ihn einfach erschossen. Aus dieser Zeit kommt meine Oma. Dann ist sie in der DDR auch groß geworden, sage ich mal. Seltsames Regime. Und dann komme ich und sage, ich werde Dating-Coach. Ja, was soll sie denn sagen? Damals gab es kein Internet, dadurch, damals gab es das alles nicht.
Und gerade die Menschen, die uns am meisten lieben, halten uns ganz oft am stärksten von unseren Träumen ab. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir das nächste Mal mit denen reden und sagen, ja, ich will jetzt auswandern, ich würde gerne mal 3 Monate Urlaub machen. Es geht. Es gibt da draußen Menschen. Und ich habe mir angewöhnt, mich zu fragen, hat es schon mal einer geschafft? Nur einer auf der Welt, hat der das schon mal geschafft, was ich vorhabe? Und wenn der es geschafft hat, dann habe ich keine Ausrede mehr, es nicht zu schaffen. Vielleicht brauche ich länger, vielleicht komme ich nicht ganz so weit, nicht ganz so hoch, aber ich komme sehr, 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 sehr nah dran. Und sehr nah dran ist deutlich besser als sehr, 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 sehr weit weg.